Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringe. Meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Die Osterglocken läuten in unseren Herzen und das Halleluja der Osternacht verhallt nicht in unseren Ohren und auf unseren Lippen, wenn wir heute eine der bewegendsten Stellen der Evangelien betrachten, die Begegnung der Maria aus Magdala mit dem auferstandenen Herrn. In jener Zeit stand Maria draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Maria ist zutiefst betrübt. Sie hat die Kreuzigung Jesu gesehen, sein furchtbares Leiden miterlebt. Der, den sie liebt, liegt jetzt im Grab und sie wollte seinem Leichnam die letzte Ehre erweisen, ihn salben, und er ist weg. Sie ist untröstlich und zugleich zutiefst verwirrt. Sie weiß nicht ein oder aus. Aber wenn wir sie fragen würden, warum bist du hier, würde sie nicht zu antworten wissen. Sie würde nur sagen, ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass ich Jesus suche. Ich weiß nur, dass ich Jesus liebe. Und warum, Maria, bist du gerade zu dieser Zeit am Grab? Und wieder, sie könnte es nicht rational erklären. Ich bin hier, weil ich so schnell wie möglich Jesus, den Leichnam Jesus salben wollte. Ich bin hier, weil ich Jesus liebe, weil ich Jesus suche. Und sie ist zielsicher, aus Liebe, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, um die Erste zu sein, die den Auferstandenen sieht. Sie ist geleitet von der Liebe zum Herrn. Die Liebe in ihrem Leben ist vom Heiligen Geist in ihr Herz eingegossen und es ist wie ein Lichtstrahl, in dem sie sicher gehen kann. Als sie betet oder weint und wir können uns vorstellen, dass sie den Kopf auf und ab, den ganzen Oberkörper wippt und sie blickt in das Grab und da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Es ist die einzige Stelle der Heiligen Schrift, die ich kenne, wo ein Mensch Engel sieht, aber keine Angst hat, nicht sich fürchtet und zittert. Sie ist so verwirrt, so bestürzt, so untröstlich, dass sie nicht einmal reagiert. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Warum fragen sowohl die Engel als auch Jesus, warum Maria da ist und wen sie sucht? Sie wissen, wen sie sucht. Warum diese eigentlich quälerischen Fragen, die ja ihr Leiden noch verschlimmern. Sie muss dann
sich noch einmal erinnern, warum sie hier ist. Ihr Leiden wird erfrischt sozusagen und ihr Weinen wird noch heftiger. Gregor der Große erklärt das damit, dass die Fragen der Engel und die Fragen Jesu ihre Sehnsucht steigern sollten. Ihre Sehnsucht musste noch wachsen. Und als ihre Sehnsucht nach dem Herrn groß genug wurde, da konnte sie dann den Herrn erst erkennen und erst sehen. In einem anderen Zusammenhang sagt der heilige Augustinus: Tota vita boni Christiani sanctum desiderium est. Das ganze Leben eines guten Christen ist ein heiliges Verlangen, eine heilige Sehnsucht. Und Augustinus erklärt dann, dass wenn wir denken an einen Sack, in den wir Getreide oder irgendeine andere Substanz einfüllen möchten, zu klein ist, also wenn dieser Sack zu klein ist, dann müssen wir ihn dehnen, damit alles hineinpassen kann. Und er sagt, so ähnlich ist die Seele. Die Seele ist zwar capax Dei, sie ist fähig, Gott aufzunehmen, aber sie ist zu klein. Und wir müssen die Seele dehnen. Und das tun wir durch Sehnsucht, durch Verlangen nach Gott. Und wir können dieses Verlangen also üben und ausüben oder schüren. Das ist sehr wichtig, dass wir nie aufhören, nach mehr zu verlangen, nach Gott zu verlangen, trotz all unserer Schwächen und Fehler und Sünden und Dummheiten, die wir begehen. Und dass wir immer dann dieses Verlangen schüren, das sich vielleicht unter einer Aschenschicht verbirgt wie die Glut, und dass wir dann dieses Feuer dann wieder zum Glühen, zum Brennen bringen. Und dieses Verlangen ist im Grunde Hoffnung. Der Katechismus der katholischen Kirche definiert Hoffnung als eine Sehnsucht nach dem ewigen Leben, nach Gott, das unsere Seele groß macht. Der heilige Gregor berichtet, dass im Leben des heiligen Benedikt es ein Ereignis gab, das in diesen Zusammenhang gut hineinpasst. Der heilige Benedikt betete gerne auf einer Terrasse oder auf einem Turm, und eines Nachts im Gebet hat ihn Gott die ganze Welt, die ganze Geschichte der Welt vom Anfang bis zum Ende in einem Blitz erkennen lassen, in einem Blitz sehen lassen. Und Gregor schreibt das in den Dialogen, und sein imaginärer Dialogpartner fragt ihn: Wie ist das möglich? Wie konnte Gott die Welt so klein machen, dass sie in einen Blitz hineinpasst? Und Gregor antwortet: Nein, Gott hat nicht die Welt klein gemacht, sondern er hat die Seele Benedikts so groß gemacht, dass alles ihm nur wie ein Blitz vorkam. Das kann das Verlangen erreichen, dass die Sehnsucht und das Verlangen nach Gott kann diese Wunder bewirken. Und das ist, was auch mit Maria geschah. Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabboni, das heißt Meister. Jesus wird als Gärtner erkannt. Sie hält ihn für einen Gärtner. Und Gott hat den Garten Eden für Adam und Eva geschaffen. Und das ist genau umgekehrt, wie es in den babylonischen Schöpfungsmythen berichtet wird, dass die Götter die Menschen schaffen, um für sich einen Garten bauen zu lassen. Also die Menschen werden erschaffen als Sklaven, um den Göttern einen Garten zu bestellen und einen Garten zu erhalten. Hier ist es umgekehrt.
Gott ist der Gärtner für uns. Gott baut uns den Garten und stellt uns da hinein. Und die Auferstehung ist die Neuschöpfung, die Vollendung der Schöpfung. Und Jesus ist dieser Gärtner. Und als neuer Adam ist er derjenige, der alles benennt. Und er nennt Maria. Er ruft sie bei ihrem Namen. Und da fühlt sie sich in Liebe erkannt und gekannt. Und sie vertraut. Und sie wirft sich ihm zu Füßen und umschlingt seine Füße. Und Jesus sagt ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und ja, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Wir, Herr, wir können dich festhalten, denn du hast uns den Heiligen Geist gesandt. Im Heiligen Geist haben wir auch dich in unserem Herzen, in unserer Seele und mit dir auch den Vater. Und er ist unser Vater und er ist dein Vater. Er ist unser Gott und er ist dein Gott. Wir haben mit dir so viel gemeinsam, was du uns gegeben hast im Heiligen Geist, aber zugleich ist da ein Unterschied. Gott ist dein Vater in einer anderen Weise, als er unser Vater ist. Und er ist dein Gott in einer anderen Weise, als er unser Gott ist. Das ist alles ausgedrückt in diesen Worten. Und Maria, sie geht zu den Jüngern und verkündet ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Wir auch. Wir begegnen dem auferstandenen Herrn in diesen Tagen. Wir sind auch gesandt, um unseren Brüdern und Schwestern zu sagen, dass wir den Herrn gesehen haben. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.